So, ich wollte ja mal meine Waffe wechseln. Ich habe jetzt aktuell diesen Heilige Vergeltungs-Dingens hinten drauf. Spiegel. Ich würde mal sagen, wir wechseln mal zu den Gebetsperlen, weil ich habe keine Ahnung. Achso. Wechsel das mal so rum. Ich weiß nicht, wie man diese Nebendinger benutzt. Keine Ahnung. So. Okay. Ach du Schande, wie sieht das denn aus? Das will mir nicht so richtig gefallen. Hier ist auf jeden Fall noch irgendwo ein Hund. Weil das Ding hier gerade rotiert ohne... Ah, guck mal da unten. Wie komme ich denn da runter? Muss ich hier drüber hüpfen? Ich kann hier gar nicht drüber hüpfen. Das sieht irgendwie aus wie Fische um den Hals. Du sagst es. Fliegende Fische. Ich weiß nicht. Es sieht irgendwie seltsam aus. Naja, egal. Kann man jetzt nicht ändern. Ich habe einfach mal die Waffe gewechselt, um zu gucken. Vielleicht bringt sie was. Vielleicht bringt sie mehr als die andere. So, hier waren doch jetzt irgendwo Vögel. Hier. Füttern. Samen. Bitteschön. Ein paar Vögel. Guti, 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 gut. Die haben wir auch abgefrühstückt. Wortwörtlich. So, und einmal ein wenig Glück zum Mitnehmen. Dankeschön, auf Wiedersehen. So, sind hier noch mehr? Nein. So, schönen guten Tag. Wer sind Sie denn? Der Herr Bambus. Oh, was für ein Dilemma. Hä? Oh, was für ein hübscher Wolf. Ich stecke gerade in einem Dilemma, Wölflein. Ich bin ein Handwerker und ich arbeite mit Bambus, wie du sehen kannst. Aber ich kann gerade keinen zum Arbeiten bekommen. Ich sollte dich nicht mit meinem Problem belasten, Wölflein. Herr Bambus. Handwerker, Herr Bambus. Junge, das muss aber ein großes Dilemma sein, wenn du dich einem Wolf anvertraust. Hallo, kleiner Kobold. Bist du hier, um dem Geschwafel eines alten Mannes zuzuhören? Ich habe immer Bambus drüben in der Sasa-Zuflucht auf der Taka-Ebene gesammelt. Aber in letzter Zeit komme ich dort nicht mehr rein. Der Spatzenclan hat plötzlich die Tore zur Sasa-Zuflucht geschlossen. Oh, ich wünsche mir nichts sehnlicher, als wieder meinen Bambuswahn zu... was? Als wieder meine Bambuswahn zu machen. Ich bin alt und das ist alles, was ich noch habe. Und um alles noch schlimmer zu machen, steht das Fest auch noch kurz bevor. Ich verkaufe dort immer meine Waren, aber mir läuft die Zeit davon. Das ist doch nicht das Ende der Welt, Großväterchen. In was haben wir uns da wieder reinziehen lassen, Emmy? Herr Bambus, in der Sasa-Zuflucht ist perfekt für meine Arbeit. Aber der Spatzenclan hat, ohne was zu sagen, den Eingang gesperrt. Ach, ich würde wirklich gern ein paar Bambuswaren machen. Ich bin alt und das ist alles, was ich noch habe. Und um alles noch schlimmer zu machen, steht das Fest auch noch kurz vor. Ja, das hast du eben schon mal gesagt. Na, no. Na gut. Ja, hier kommen wir wohl zum nächsten Hündchen. Wo ist denn das? Ist das da oben? Wie komme ich denn da hoch? Das weiß ich noch nicht. Ich gehe erstmal ins Haus. Vielleicht finden wir im Haus irgendwas Brauchbares. Ich weiß es nicht. So, was macht der? Guck mal. Der macht irgendwas. Ich weiß noch nicht was. Verbrauchte Bambussprössling. Knuspriges und leckeres Gemüse für den Magen. Ganz gut. Kann man die wirklich essen? Bambussprösslinge? Geht das? Hör schon auf damit. Dein Bäuchlein wird dir bestimmt wehtun, wenn du so ein Zeug isst. Geht das wirklich? Ich meine, sind das dann einfach nur Bambussprossen oder wie? Hä? Kann das mal jemand evaluieren? Kann man Bambus wirklich essen? Also zumindest diese Dinger? Diese Bambussprösslinge? Nee, ich kann hier nichts machen. Das sieht so aus, als wenn man irgendwas damit machen kann, aber ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie... Sieht aber nicht so aus. Na, egal. Okay. Dann gehen wir mal hier rein, vielleicht. Wow, das ist aber ein ganz schön großer Bambus.
Dieser Herr Bambus muss seine Arbeit wirklich lieben. Tschum, 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 tschum. Hä? Ach, hier ist ein Hundi drin. Hallo. Was macht denn ein Hund hier? Er wedelt auch mit seinem Schwanz. Das muss wegen dem Hundesucher sein, den du hast. Was ist das? Überrasst du erst nicht, bin hungrig. Meine Güte, warum denken diese Flohsäcke denn immer, dass wir denen was zu fressen geben? Oh Gott, das geht mir so auf den Sack. Ja, okay, hier, bitteschön, benutzt das zu essen. Oh, iss, du Sau. So. Mann, ey. So, wie viel ist das? Wie viel ist das jetzt? Ich glaube, der vierte, ne? So, okay, her mit deinem Glück. Ich bin satt. Das Schlimme ist, der sieht doch noch süß aus. Ekelhaft. Hundekrieger Chi. Jetzt, wo ich satt bin, werde ich zu meiner Herrin zurückkehren. Also, das gehört, Amy. Tschüss. Ich bin weg. Sind diese Typen noch zu fassen? Nein, offensichtlich nicht. Hey, Amy, wie viele von diesen Hundekriegern waren das jetzt? Vielleicht sollten wir mit Fusehime reden. Noch nicht. Das waren bei weitem noch nicht alle. Ich weiß, wo noch einer ist, aber ich keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Ist das hier oben gewesen? Ich weiß es nicht. Na gut, gucken wir mal weiter. Einmal den Berg erklimmen. Da drüben ist die Windmühle. Da kommen wir aber nicht hin. Ach, das sind diese Vögelchen, die ich gerade eben gefüttert habe. Okidok. So, hier gibt es auch nichts weiter. Hier gibt es auf jeden Fall jede Menge schönen Bambus, den der Herr Bambus benutzen könnte zum Bauen. Aber nein, der ist hier wieder nicht gut genug. Ach. Herr Bambus. Guck mal, hier unten ist irgendwie eine Plattform oder so. Das ist direkt hier unten. Oder? Ach nee, das war hier unten. Ah, okay, alles gut. Dann habe ich nichts gesagt, das war hier unten. Wir sollen mit der Fusehime reden. Die war, wenn mich nicht alles täuscht, da hinten. Dann renne ich mal fix nach da oben. Pass auf, die sagt mir dann gleich wieder, ja, jetzt haben wir mittlerweile 4 Stück gefunden, aber die anderen spüre ich irgendwie nicht hier. Die müssen woanders sein. Da musst du mal woanders gucken gehen. Okay, warum auch nicht. So. Attacke. Sie hat auf jeden Fall eine Sprechblase. Das heißt, sie hat Aktion. Wer bist du denn? Hey, Emmy. Dieser Flohsack starrt und finster an. Ich glaube, er hat deinen Hundesucher bemerkt. Was ist das? Meine Herrin Fusehime hat mich gerufen. Aber erst möchte ich eine meiner Fähigkeiten ausprobieren, an der ich gerade gearbeitet habe. Hast du das gehört, Emmy? Fusehime hat mir verboten, an sinnlosen Kämpfen teilzunehmen. Aber ich will testen. Was? Ach so, das sagt er jetzt. Aber ich will testen, ob du diesen Hundesucher zurechtträgst. Du magst es? Du hast wirklich Mut, einen Kampf mit uns zu wollen. Nun gut. Komm schon, du Flohsack. Stimmt's, Fellknäuel? Kampf beginnen? Ja. Genau, da gibt's nur eine Antwort drauf. Ich weiß nicht, wer dieser Flohsack ist, aber er wird eine Überraschung erleben. Oder ich. Wir werden schauen. Oh, oh, der sieht nicht so gut aus. Komm her, du. Ach, guck mal, jetzt mache ich auf jeden Fall einen anderen Angriff. Aua, Chikus, das tat weh. Au, du elendiger Flohpelz. Huch. Ich mache ihm keinen Schaden, ne? Irgendwie nicht. Oh. Doch, jetzt habe ich ihn mal ordentlich eine... Wow! Daneben, du Penner! Mal ordentlich eine mitgegeben, du. Oh. Au, böses Hundi!
Lass das! Du böses Hundi! Schluss, aus, Ende! Steckt er mit dem Kopf in der Erde. Oh, viel, viel, viel Zeug. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dankeschön, Hundi! 1800 Yen, na, das hat sich mal richtig gelohnt. Das war mal ein guter Kampf. Ich sehe einen würdiger Gegner. Lass uns vorkämpfen, wo wir mehr Platz haben. Hast du das gehört, Emmy? Das wird lustig. Diesmal wird ernst gemacht. Los, zeig uns, was du drauf hast, Flohsack. Wenn wir mit dir fertig sind, wirst du wünschen, du wärst gleich zu Fusehime gegangen. Ey, warte mal. Wenn er von Fusehime gerufen wurde, dann... Vielleicht ist er ein weiterer der Satomi-Hundekrieger. Hundekrieger Tai. Jetzt habe ich genug mit dir gespielt. Nun wirst du die Wut der Satomi-Kugel der Macht zu spüren bekommen. Satomi-Kugel der Macht? Mann, jetzt zeig uns schon, was du drauf hast, Flohsack. Wir haben keine Angst. Oh, Tai. Ich dachte, ich hätte etwas hier draußen gehört. Ihr beiden seid doch nicht am Kämpfen, oder? Hä? Kämpfen? Aber natürlich nicht. Nur ein kleines freundschaftliches Raufen. Guck, niemand hat auch nur einen Kratzer. Nun, zumindest haben wir jetzt 5 der Satomi-Kugeln der Macht. Aber ihr wart böse Wauwaus. Warum seid ihr nicht direkt nach Hause gekommen, als ich euch rief? Hey, Fusehime, was ist denn das für eine Satomi-Kugel der Macht? Jeder Satomi-Hundekrieger trägt die Kugel einer anderen Tugend. Die Satomi-Kugeln der Macht sind der größte Schatz des Hauses Satomi. Ich brauche die Kugeln, um die Speere von Rothelm durchbrechen zu können. Aber die Hundekrieger hören nie, wenn ich sie zurückrufe. Und 3 von ihnen fehlen immer noch. Ich befürchte, ihnen könnte etwas zugestoßen sein, aber es gibt niemanden, den ich aussenden könnte, ihnen zu helfen. Hey, was soll dieser Blick, Lady? Hä? Okay, ich habe verstanden. Wir werden den Rest auch noch finden. Immerhin hätte ich ja gesagt, wir werden sie alle ohne einen Kratzer zurückbringen. Wie wunderbar. Ich stehe für euch, stehe für immer in eurer Schuld. Ich kenne die ungefähren Aufenthaltsorte der verbleibenden 3 Hundekrieger. Ich werde sie auf eurer Karte markieren. Ach, na klar. Freilich. Die sind natürlich so weit weggelaufen. Die haben auch nichts Besseres zu tun. Wo bin ich denn eigentlich? Ich bin ganz da unten. Ja, geil. Oh. Du hast den Hundesucher. Sie werden hierher zurückkommen, wenn du ihnen den Hundesucher zeigst. Natürlich nur, wenn sie nicht verletzt sind oder noch Schlimmeres. Bitte beeil dich, wir müssen die Kugeln der Macht bekommen und die Sperre überwinden. Sperre. Und sagt ihnen immer Sperre, das ist eine Sperre, verdammt nochmal. Mir stellt sich gerade der Gedanke, warum benötigt ein Geisterwolf eigentlich Geld, Yen? Das weiß ich nicht, vielleicht hat er irgendwas damit vor. Frag mich nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht muss er noch einkaufen gehen oder so. Keine Ahnung. Es könnte ja sein. Na. War ich jetzt hier oben eigentlich? Das muss ich gerade mal schauen. Auch Geister brauchen Futter? Ja, das stimmt. Nee, hier oben war ich noch nicht. Guck mal, hier kann ich nicht buddeln. Miete bezahlen. Ja, Miete musst du auf jeden Fall bezahlen. Auch als Geist. Ein Rauchgefäß. Brenner. Hammer. Okay, hier oben war ich doch aber trotzdem schon, oder? Doch, hier war ich schon. Klar, das ist doch der Eingang. Der Eingang zu dem Geist. Tja. Was? Pharaonen wurden auch mit Geld eingebuddelt. Das stimmt. Wird denen doch ständig als Opfer dargegeben. Und Schreine bezahlen die Betenden auch. Das weiß ich nicht. Gehen wir einfach davon aus, er braucht das für irgendwas Wichtiges. Vielleicht hat er noch eine Amazon-Bestellung, die er machen muss. Ich weiß es ja nicht. Könnte ja sein. Auch ein Geist möchte mal was bestellen, hin und wieder. Oder bei, weiß ich nicht, Lieferando oder so. Kann ja auch sein. Nein, ich kriege kein Geld für Lieferando, nur dass ich den Namen erwähnt habe. Auch nicht von Amazon. Man muss das ja immer dazu sagen. So. Ich würde sagen, wenn wir schon mal einmal hier sind, können wir auch glatt mal ein wenig speichern. So. Die Frage ist natürlich, ob Amazon hierher liefert, ne? Ich meine, die werden wahrscheinlich unten irgendwo warten, unterhalb des Berges, und werden dann klingeln und werden sagen, hier, Amazon, Paket! Ja. Ne? Irgendwie sowas.
Was? Mu? Was hast du denn für ein Emote geholt? Was hat der Tim für ein Emote geholt? Ein Mu? Hast du eigentlich alle Emotes, oder? Ich weiß nicht, was du dir für eins geholt hast. Du hast doch eigentlich schon alle. So. Okidoki. So, die Äffchen haben wir. Jetzt muss ich mal gerade auf der Karte gucken, wo denn der nächste Hundi war. Nur Emote-Chat erhalten. Okay. Dann kannst du theoretisch das jetzt irgendwie benutzen, dass die Leute nur noch mit Emotes antworten können. Das macht aber meistens Sinn, wenn Leute da sind. So viel Sinn macht das heute offensichtlich nicht. Ist ja kaum jemand da. So, ich glaube, sowas macht freitags mehr Sinn. Ja, wir müssen uns mal neue Sachen ausdenken für... ich weiß nicht, vielleicht gilt das nur für dich. Also, dass du weiterhin schreiben kannst, was du willst. Der Rest muss nur mit Emote schreiben. Ich weiß es halt nicht. Wir müssen uns mal neue Sachen ausdenken, die man mit den Kanalpunkten machen kann. Oder mal neue Keys besorgen oder so. Ich habe zwar noch Keys, aber irgendwie will die keiner. Es sind halt keine neuen Spiele dabei. Das muss man halt auch immer sehen. So, dann einmal hier. Bam. Boah, das macht richtig Damage. Boah, guck mal, mit einem Mal habe ich das Vieh platt gemacht. Das ist ja krass. Ach hier, den hatten wir auch schon lange nicht mehr. Naja. Genau, Rest, sag mal was. Schreibt mal jemand was in den Chat. Ist überhaupt noch jemand da? Scheinbar nicht. Aber Erik ist noch da. Sind bestimmt alle am Lost Ark spielen. Keiner Zeit. Oh, ich habe einen Baum gefällt. Achso, du bist ja Mod. Stimmt, ich habe keine Ahnung. Wenn, dann müsste das Frau Schafi schreiben. Ich weiß nicht, ob Frau Schafi noch da ist. Oder ob sie mittlerweile schon schläft. Ah, guck mal. Wir haben jetzt... Oh, wir haben offensichtlich das Wasser zum Fließen gebracht. Gut. Super. Wer bist du denn? Ach, du bist das kleine Kind, ne? Hallo. Was? Du nicht? Du hast Mindestree wieder für dich entdeckt? Was ist denn Mindestree? Kenne ich nicht. Es ist so wunderbar, dass die Meerjungfrauenquellen wieder Wasser gibt. Vielleicht liegt das an den legendären Kräften der Meerjungfrauen. Hast du schon die Geschichte gehört? Diese Quelle ist wie ein Pfad für sie. Manchmal kommen sie vom Grund des Ozeans hierher. Solche Quellen wie diese hier sind über ganz Nippon verstreut. Die Meerjungfrauen kommen hierher, um ihre Lieblingsorte zu besuchen. Siehst du? Auf der Wasseroberfläche dort liegt ein leichter Schimmer. Wenn du eine Meerjungfrauenmünze hineinwirfst, dann wird sich der Pfad öffnen. Eine Meerjungfrauenmünze? Okay. Ist sowas wie Factorio. Nur pixeliger? Factorio ist doch schon pixelig. Ich habe gelesen, dass Factorio jetzt ein DLC bekommen soll. Da freue ich mich schon drauf. Also, ja. Wenn du eine Meerjungfrauenmünze ins Wasser wirfst, dann wird sich ein Pfad öffnen. Wenn du hineinspringst, dann wirst du zu einer anderen Quelle gespült. Meerjungfrauenquellen sind wie Pfade zu weit entfernten zu weit entfernten Geliebten. Vergiss das. Okay, eine Münze. Wie schmeiß ich denn da eine Münze rein? Hm? Ne. Hey, hör mal auf zu hüpfen! Blöder Hund. Ist ja wohl nicht. So, es wird hell. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Es wird hell. Es wird hell im Starter. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Sag mal, hier war doch gerade irgendwo. Da. Oh, Entschuldigung, ich bin etwas müde. Ist doch dieses Ding da oben. Wie komme ich denn da hin? Der Blick von dem Hundi. So, jetzt bin ich hier oben. Und du? Soll ich da... Da komme ich doch nie im Leben rüber. Ja, geil. Hä? Wie komm ich... Ach, ist mir auch egal.
Ist keine Lust, da drüber zu klettern irgendwie und dann mir ständig nur das Genick zu brechen. Das muss nicht sein. So, gib her. Obst. Ein wenig Obst. Ich muss gerne mal, wie ich diese Heuhaufen hier kaputt kriege. Naja, egal. Werden wir schon noch herausfinden.